Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, Freunde, ich hab's hoch angepriesen. Jetzt geht's richtig los hier. Ab jetzt beginnt das Abenteuer so richtig. Wir befinden uns in einem kleinen Wäldchen. Hey, it's this way. Dieser Weg? Okay, tschüss. Das war doch klar, oder? Obwohl, ich glaube, da kann ich noch gar nicht hoch. Nee, keine Chance. Denn Titus ist nicht fähig zu springen. Springen kann man erst ab Final Fantasy X-2. Okay, geht's weiter? Sieht ja schön aus. Warte mal, was waren das? Ach nein, das sind nur Blumen. Okay, Blumen lasse ich gerade noch so gelten. Wow, schaut euch das an. What's the big idea? Da hat er mich einfach mal reingeschmissen. Na gut, warum auch nicht? Ich bei so einem sommerlichen Wetter ist das noch eine richtig geile Abkühlung hier, oder? Oh, das muss schön sein. Da wäre ich jetzt auch gerne. Schön, schön, schön. So, ich glaube, hier unten gibt es sogar eventuell Kisten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, deswegen tauche ich hier wie ein Verrückter. Oh, und hier gibt es auch Gegner. Na gut, wir sind zu zweit. Wir haben Wocker jetzt auch mit in unserer Gruppe. Und ja, wie ihr seht, Wocker kämpft mit einem Blitzball. Warum auch nicht? Ich meine, als Blitzballspieler, wenn man den auf die Omme bekommt, das tut schon weh. Ich weiß ja nicht, aus welchem Material der gefertigt ist, aber ich glaube, es tut weh. Definitiv. So, ups, da tauche ich wieder auf, ungewollt. So, noch sehe ich, ja, es ist schwer zu erkennen, ob da Kisten oder so sind. Ich bilde mir nämlich ein, es gab welche. Deswegen schwimme ich jetzt gerade nochmal ein Stückchen zurück. Ja, die kommen anscheinend erst später. Ja, wie gesagt, Offline-Level mache ich erst ab einem gewissen Punkt, den sage ich euch dann noch. Und das Sphärobrett machen wir auch erst ab dann, weil ihr merkt ja, das sind noch One-Hits. Ich muss hier noch nicht groß anfangen zu leveln. Und umso mehr Spaß macht dann unsere erste Level-Phase. Ich habe zwar gemeint, dass das relativ schnell geht, das Leveln. Das stimmt auch. Trotzdem werden wir natürlich wohl überlegt überlegen, welchen Weg wir da immer einschlagen auf dem Brett. Ah, schaut mal, jetzt können wir schön abtauchen, weil es ein bisschen tiefer ist. Ah, oh, sieht das nicht geil aus? Sehr schön hier im Wasser rumzuschwimmen. Aber nichts von der Kiste. Vielleicht da hinten in der Nische da. Aber erst kriegen wir Gegner. Ja, und rausschneiden tue ich auch noch nicht, weil die Gegner einfach so unglaublich schnell tot sind. Das lohnt sich noch gar nicht, das rausschneiden. Jetzt durch die HD-Remaster-Version geht auch alles ein bisschen schneller von der Hand. Das hat alles auf der PS2 ein bisschen länger gedauert, bis da mal... ja. Na, da ist aber nichts anscheinend, okay. Bis es da mal wirklich in den Kampfscreen ging und so. Das kommt alles jetzt deutlich schneller. Ich weiß nicht, also... Titus hat sich früher auch irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so... zeitlupenhaftig... Okay, ist gleich übertrieben, aber er hat... Er war irgendwie so... schwierig zu sagen. Er macht ja immer so große Schritte, aber es wirkt immer so slow einfach, so minimal slow. Und jetzt ist er auch deutlich schneller unterwegs. Also ich kann bisher die HD-Version nur loben. Ich bin normalerweise nicht so der Fan von HD-Version, aber hier haben sie es einfach sauber umgesetzt. Bis jetzt zumindest. Mal von Wacker Wacker abgesehen vom letzten Part. Aber das könnte auch, keine Ahnung, von meiner PlayStation gekommen sein. So, ich glaube... mehr ist hier unten nicht. Fischis. Nicht jeder Charakter kann übrigens unter Wasser hier so kämpfen. Das können wirklich nur Blitzballspieler. Der Rest, der hat ganz normale Lungenfunktionen. Und, ja. So, dann gucken wir mal in die Ecke noch, ob da noch was für mich ist. Nee, nichts zu erkennen. Er taucht jetzt auch wieder hoch. Ist auch nicht mehr so tief hier. Die Gegnerwiederholungsfrequenz ist eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, schon sehr bald fange ich dann eh mit dem Cutten an und geht es noch schneller für euch. So.
Und sehr schön, da kriegen wir immer mehr von diesen Sphäroiden, die wir auf dem Sphärobrett brauchen. Das ist ganz wichtig. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hmm? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira'll be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Ja, Walker, Glückwunsch. So schnell rekrutiert man einen Blitzball. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off either. Blitzball Stars Spieler wollte ich sagen. Ja, warum auch nicht? So, wieder ein Lande. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do, long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ja, wenn dann richtig, oder? So, Walker, also ich weiß nicht, am Anfang habe ich Walker noch nie so gemocht, als ich das erste Mal gespielt habe, aber mittlerweile finde ich ihn toll. Es hat sich alles mittlerweile gelegt. Ich habe seine Art zu schätzen gelernt. So, speichern jetzt noch nicht. Jetzt will ich erstmal gucken, was die anderen Wege hier waren. Okay, wegen einem Bauchgefühl dürfen wir nicht in diese Richtung. Jetzt wahrscheinlich zurück zum Wasser gehen. Nein, hier geht es. Guck mal, da oben ist ein Speicherpunkt. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Das wäre sinnlos. Das machen wir später. Dann gehen wir halt doch zu unserem Ziel. So, Della. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village.
Okay, ich denke, das Dorf ist auch nicht mehr fern. War das eigentlich früher immer so, dass Walker einem nachgerannt ist? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber egal, finde ich nett. So oder so. Isaid Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Gebet? Kann man das essen? Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgot or something. Here, I'll show you. Go ahead, you try. Not bad. Okay, now, go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Tja, interessant, dass es auch als Gebet gilt, hierzulande. So, und jetzt haben wir hier ein klassisches Dorf. Die Monster sind auch tagsüber unterwegs. Geht lieber nicht alleine raus. Okay. Ja, unsere erste klassische Stadt. Nicht so wie bei Senekind am Anfang, dass man da einfach rumstöbert und durchläuft. Nein, es ist hier wirklich klassisch. Man kann jedes Haus gehen und es ausrauben. ja, so sind die Spiele halt von damals gewesen. Hi. Man sagt, du seist aus dem Meer gekommen. Lutz hat's mir erzählt. Der hat nichts Neues zu sagen. Na schön, wie die NPCs jetzt auch so detaillierter aussehen. Seltsame Kleidung, woher kommst du? Du bist neu hier in Besaid, oder? Jo, frisch neu angespült worden. Ich mag Besaid. Ist ein schönes, verschlafenes Kaff. So, was haben wir denn hier? Phönixfeder, das ist schon mal gut. Alte Frau, warte auf mich, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich mag Sir Orhaland am liebsten. Er erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Okay. Wer auch immer. Sin, ist in den nahen Gewässern aufgetaucht? Das ist schlecht. Die Licky liegt bald ab. Die Licky! Okay, wer ist denn da eben reingegangen? Gibt's denn hier Feines? Oh, hier sind aber eine Menge Leute. Die Einwohner von Besaid leben ganz klar nach den Leitsätzen Yevons. Sie bringen sogar mir, einer Priesterin, vieles bei. Ja, schön für dich. Hallo, leicht bekleidete Frau. Ob die Arraus dieses Jahr wieder nicht weiterschaffen, bis hin zur ersten Runde? Hoffentlich können sie wenigstens einen Unentschieden herausschlagen. Keine Sorge, jetzt haben sie ja mich. Hallo, Hund. 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 Hund redet nicht mit mir, aber Hund wird später noch wichtig. Okay. Hund mag nicht. Und was machst du da in der Ecke? Wer bist du denn? Woher kommst du denn? Tja, von weit, weit her komme ich. Items kaufen. Ein klassischer Shop, aber... Tschüss. noch nicht. Wir sehen uns wieder. So, die sind jetzt wieder gegangen. Hier ist ein Kommen und Gehen hier. Um Sinn zu entkommen, sind wir weit gereist. Aber einen sicheren Ort gibt es nicht. Wir sollten es besser aufgeben. Ah, das ist schon heftig, ne? Wenn man sich das mal überlegt. So eine Welt, wo einfach dieses Riesengetüm einfach immer und überall präsent sein könnte. Diese Unsicherheit, die man da von Anfang an einfach... Ja, mit der man aufwachsen muss und alles. Das ist schon krass. Soll ich zu den Heraus oder lieber zur Bürgerwehr? Tja... Keine Ahnung, Loser oder Superloser? Das ist hier die Frage. Hey! Und
Unser Dorf wurde schon etliche Male von Sinn heimgesucht. Diese Bude wurde seit dem letzten Mal nicht mehr repariert. Ja, aber die Schätze sind noch intakt. Zweimal Potion. 400 Gil, ja. Und eine High Potion, ja, ist sauber und er hat nichts dagegen. Ich gehe dann mal, ich bin ein netter Gast, ne? So macht man's. So. Hier ist die Bürgerwehr, ne? Die Unterkunft der Bürgerwehr ist auch für Reisende geöffnet. Willst du übernachten? Ja, komm. Okay, Titus schnarcht. Ein Detail, das wir nicht vergessen sollten. So, wie geht's? Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Tja, mich hat das Gift ja anscheinend richtig böse erwischt, aber ja, ist sehr interessant natürlich. But soon we may be able to finally defeat Sin. We've got a plan, one that'll go down in Crusader history. Okay. Ja, vielleicht werden wir diesen Plan ja miterleben. We've been excommunicated from Yevon. We must go now. Everything is riding on our next, our last battle. Das letzte Gefecht. Nein. Hab ich schon. So, was ist denn das für eine Maschine? Lernprogramm, Grundsteuerung, Grundbegriffe, das brauchen wir alles nicht. Denn ihr habt ja mich. Mich hat Sins Gift auch echt erwischt. Naja, mittlerweile geht's ja schon wieder, aber am Anfang war es echt schlimm. Ich konnte mich echt weder an meinen Namen noch an meine Herkunft erinnern. Ich war echt kurz vorm Heulen. Das Matrosendasein bringt viel Stress mit sich. Manchmal braucht man Ruhe. Wow, guck mal, die Katze, die habe ich in der alten Version gar nicht so richtig als Katze identifiziert. Jetzt sieht man die so richtig schön. Und die hier. Wow, sind die Katzen hübsch. Hallo, Mizi. Schade, die mautzt nicht. Mautzt du? Boah, sind die Katzen hübsch. Ja, ohne Mist, ey. Die gefallen mir. Weiß nicht, wie die in der PS2-Version, ob ich das überhaupt als Katzen identifiziere. Nee, ich glaube nicht. Krass. Krass, krass, krass. Okay, aber Katzen hin oder her. Wir gehen hier jetzt erstmal raus. Ich speichere erst, wenn wir den Part für heute dicht machen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ja, hey, schieb mich nicht rum. Die Einwohner von Bisset leben ganz nach Leitsätzen Jevons. Ja, okay, das haben wir schon mal gehabt. Dadurch, dass die hier hin und her rennen, kann man sich schlecht merken, mit wem man schon gequasselt hat und mit wem nicht. So, da ist ja Wokka. Warte mal, soll ich zu ihm? Nee, ne? Ich soll in den Tempel. Go present yourself to the temple summoner before we eat, ja? Ja. Was gibt's denn Leckeres? Ich hätte jetzt Bock auf Spaghetti Bolognese. Aber nach meinem Rezept. Ja, jetzt kriege ich Hunger. So, nächste Tür bitte. Und die letzte auch. Was haben wir hier denn Feines? Unsere Bisset Weber Produkte finden auch auf dem Festland
Festland anklang. Diese Besaid Webereiprodukte sind von guter Qualität, billig einkaufen und teuer weiterverkaufen. Damit könnte ich ein gutes Geld verdienen. Ja, so läuft das Geschäft. So. Hier stehen noch ein paar Kinder. Ah, der Tempel sieht ja schon ziemlich, ne, großartig aus, muss man schon sagen. So, so, du hast also wegen dem Gift alles vergessen. Na, dann werde ich dir etwas auf die Sprünge helfen. Was willst du wissen? Ja, das sind eigentlich interessante Informationen, die man, wenn man das erste Mal sieht, auch wissen möchte. Deswegen spielen wir es mal ganz schnell durch. Was ist Sinn? Meine Güte, du weißt nicht mal, was Sinn ist. Die meisten Menschen können ihn nicht vergessen, selbst wenn sie wollten. Sinn ist ein Monster, das vor 1000 Jahren erschien und Spira seitdem verwüstete. 1000 Jahre. Damals, Senneken. Das Volk von Spira wird von diesem Sinn bis aufs Blut gepeinigt. Du hast also Sinn vergessen. Nun, vielleicht ist es besser so. Yevon. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ich glaube, da können wir uns noch nicht wirklich einen Reim drauf machen. Moment, was für ein Gift. Das ist der verweste Hauch, der aus Sinn entweicht. Wenn man ihn einatmet, werden die Sinne verwirrt. Deswegen verlieren Menschen, die Sinn zu nahe kommen, ihr Gedächtnis. Genau wie du. Was ist Yevon? Dir sind die Leitsätze Yevons entfallen, wie furchtbar. Das ist die Lehre, die das von Sinn gepeinigte Volk zur Erlösung führt. Auch du hast nach diesen Leitsätzen gelebt, bevor du vom Gift befallen wurdest. Bete im Tempel, damit du dich wieder an die Leitsätze erinnerst. Okay, da gibt er nicht wirklich was preis. Und Senne kennt. Das ist die Stadt am nördlichsten Ende, die einst blühte. Aber vor 1000 Jahren wurde sie von Sinn völlig zerstört. Die Strafe dafür, dass die Bewohner dank Maschina ein leichtes Leben führten. Achso, dank Maschina also. Naja, mal abwarten. Gut. Den Tempel werden wir wohl dann erst das nächste Mal schaffen, wenn das so weitergeht. Nochmal da hinten. Ist da noch was? Da komme ich irgendwie nicht hin. Weil laut Karte könnte ich da hin. Die Karte ist in der Hinsicht eigentlich immer Verlass. Na gut, gehe ich erstmal auf die andere Seite und dann nochmal gucken. Yevon ist die Stütze unseres Lebens. Ohne die Leitsätze würden wir die Angst vor Sinn nicht ertragen. Ja, Glaube ist ja natürlich in so einer Sache, in so einer Angelegenheit natürlich auch unglaublich wichtig, ist ja klar. Das ist auch auf unsere Welt zurückzuführen. So, da hinten ist wirklich noch ein Weg. Gucken, ob da was war. Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend nicht. Okay. Gut, 2 Minuten haben wir noch. Ich kann natürlich, ich möchte mir, wie schon gesagt, also maximal 25 Minuten. Aber, ja, die wollen wir natürlich auch voll auskosten. Ich werde jetzt noch speichern. Und dann gucken wir vielleicht auch noch ganz schnell in den Tempel rein. Das ist ein kleiner Teaser fürs nächste Mal. So. Wollen wir mal schauen. So, lasset uns beten, um die Erleuchtung zu bekommen. Hey, da ist ja wieder der Hund. Kann nichts machen mit dir, ne? Erst später. Du bist ja in aller Munde. Naja, in so einem Dörfchen spricht sich das schnell herum. Ein Blitzboiler kann ja ganz lang die Luft anhalten. Ja, okay, das war doch neu. Egal. Ich dachte, das wäre mit altes. Gut, jetzt gehen wir endlich rein. Nur mal lunzen. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Ja, das sieht wirklich sehr interessant aus, aber auch irgendwie, ja, schön, kann man einfach nur sagen. Und wie das hier weitergeht im Tempel und ob uns da wirklich irgendetwas helfen kann, das sehen wir das nächste Mal. Let's play Final Fantasy 10.